Hallo! Könnt ihr mich sehen und hören? Wenn ja, dann könnt ihr einen Kommentar posten. Entweder bei WhatsApp oder hier bei Facebook. Ich hoffe, ich sehe das dann. Und dann, wenn ihr mir ein Zeichen gebt, dann können wir losmachen. Starten. Oh, irgendwer winkt. Ah ja! Die Marion sieht mich und die Viljana sieht mich. Super. Und könnt ihr mich auch hören? Hi. Oh, ich habe sogar ein Like schon bekommen. Das ist ja nett. Oh, 4 Leute gucken, glaube ich. Könnt ihr mich denn auch alle hören? Okay, super. Super, die Marion sagt, sie kann mich hören. Also falls es irgendwelche Probleme gibt, ihr mich nicht hören oder nicht sehen könnt oder eine Frage habt, während ich was erkläre oder sowas, dann schreibt einfach, weil ich sehe hier unten die Kommentare, das ist ziemlich cool, das wusste ich nicht, dass das geht. Deswegen hatte ich auch hier gleichzeitig mein Handy daneben liegen. Also ihr könntet auch per WhatsApp, danke Bejana, super, hören und sehen. Dann könntet ihr mir auch per WhatsApp was schicken, ja, wenn es irgendein Problem gibt oder sowas, ja. So, ich habe das jetzt so weit aufgebaut. Ich habe den Kindern angeboten, dass sie mitmachen können, aber im Moment spielen sie so vertieft und wollen nicht mitmachen. Vielleicht kommen sie noch dazu. Genau. Also, kurze Werbung, ja. Werbung, Ansage. Also, ich werde jetzt hier ein Live-Basteln machen mit Produkten von Stampin' Up. Hier. Ja, meine Werbung. Mit Produkten von Stampin' Up. Deswegen, also falls jemand mit Stampin' Up Produkten jetzt live basteln möchte mit mir, sehr, sehr gerne, dann bleibt dabei und schaut zu. Ich habe keine Ahnung, wie lange das geht. Ich habe mir drei Projekte vorgenommen, wobei das dritte würde ich euch nur zeigen und nicht mit euch basteln. Also 2 wollen wir zusammen basteln und dann... Und dann gucken wir mal. Also ich freue mich über jeden, der dazukommt, aber ihr müsst nicht. Gell? Das ist nur ein Angebot in diesen verrückten Zeiten, in denen wir zurzeit leben. Ja, mal ein bisschen Kreativität und Schönheit und ja, irgendwas Nettes irgendwie reinzuholen in den Alltag. Ja? Genau. Also ich zeige euch erstmal die Produkte, die Projekte, die wir machen. Wir starten mal mit diesem hier. Das ist hier eine schöne Osterkarte. Ich befürchte, dass alles falsch rum ist, weil ich die Kamera umgedreht habe. Da steht frohe Ostern weit und breit und eine schöne Frühlingszeit. Und das ist eine Osterkarte, die wir zusammen machen. Und der Gruß kommt aus diesem Stempelset. Da steht Tulpengrüße. Tulpengrüße ist im Moment in dem Frühjahrs-Sommerkatalog. Die Romy kann mich auch hören und sehen. Super. Genau. Und das wollen wir basteln. Und ich habe euch eine Materialliste zugeschickt. Und einige von euch werden natürlich nicht alles haben, was auf dieser Materialliste draufsteht. Das ist mir schon bewusst. Deswegen werde ich versuchen, einen kleinen Hack irgendwie... mal ausprobieren und dann, hi Coral, na, ich bastel gerade, also falls deine Mädels mitbasteln wollen, gerne. Genau, dann kann ich versuchen, dass wir das ohne die Stanzen hinkriegen. Ja, spiegelverkehrt, blöd, ne? So, ich packe mal meine Sachen aus. Also, wir brauchen eine Kartenbasis. Ja, ich habe hier eine Kartenbasis in Super Linda. Kannst du mich auch hören und sehen? Ich hoffe schon. Dann braucht ihr so eine Kartenbasis. Ist aus einem helleren Kartenstock, aus einem helleren Papier. Ich habe hier das Savanne genommen. So, was brauche ich mir? Das brauche ich wohl nicht. So. Und da schneidet ihr wie immer bei 14,85, ne, eure DIN A4 Seite. Danke für den Like. Und dann wollt ihr falzen. Bei 10,5, also so, dass ihr eine ganz normale
Kartenbasis habt und dann wie immer ne, das Tal nach außen geklappt und dann habt ihr schon mal eure Kartenbasis. Und irgendwo habe ich hier auch noch meine. Ach, die Hike ist doch dabei. Hallo Hike! Und dann habt ihr hier so eure Kartenbasis. Ja, die haben wir dann schon. So, dann habe ich mir hier so Papierreste rausgesucht, irgendwelche DSP-Reste. Das war aus diesem Set hier, das haben einige von euch, glaube ich, mit den schönen Blumen. Und da habe ich die Rückseite genommen. Oder dieses Set hier mit den Sternen, das haben auch ein paar von euch. Ah, okay. Gut, alles klar, Hiki. Bis dann. Und da habe ich gedacht, diese Muster, die eignen sich irgendwie gut für Ostereier. Wer hat, darf dann gerne mit der Luftballonstanze einen großen und einen kleinen Luftballon ausstanzen. Ja, aus diesem Papier. Ja, also ihr legt euer Papierrest hier so rein und dann wird gestanzt. Einen großen Luftballon und einen kleinen Luftballon. So, und dann könnt ihr eure Schere nehmen. Da haben die Großen letztes Mal, haben hier so wunderschöne Anhänger für ihre neuen Scheren gebastelt mit so Schrumpffolie. Das fand ich total cool. Das ist hier so ein altes Celebration Stempelset gewesen mit Fröschen. Und dann haben die mit Schrumpffolie, haben die angemalt und dann eingebacken. Dann werden die ganz klein. Und dann hier so Anhänger gemacht für ihre Scheren, weil die Scheren sehen natürlich alle gleich aus. Und wenn ihr zu mir zum Basteln kommt, zum Workshop, und jeder hat dieselbe Schere dabei, um die voneinander abzugrenzen und auseinanderzuhalten, haben die hier so schöne Anhänger gemacht für ihre Scheren. Fand ich eine ganz coole und witzige Idee. So, ihr nehmt jetzt mal eure Schere und ihr schneidet jetzt hier diesen kleinen, das Ende vom Luftballon, ja, das da, das schneidet ihr ab. So dass ihr eine Eiform dann erhaltet. So, schaut. Und jetzt habt ihr ein Osterei. Ja? Einmal groß. Och, guck mal, das ist ja schon abgegangen. Genau, test es mal mit der Heißluftballonstanze. Vielleicht kannst du das dann in die Gruppe posten, Julia. Ja? Können wir gucken, ob das mit der Heißluftballon geklappt hat. Und ansonsten, was ihr auch sehr gerne machen könnt, ist einfach mit einem Bleistift auf dem DSP hier so eine kleine Eiform einfach einzeichnen. Und wie ihr auf der Karte seht, ihr braucht eigentlich nur ein halbes Ei. Also ihr braucht gar nicht so viel, ne? Ihr braucht nur das obere Teil von dem Osterei. Also wie so ein Oval einfach mal einzeichnen mit einem Bleistift. Das wäre der erste Hack, ja, wenn man das jetzt, wenn man die Luftballonstanze hat, nicht hat, kann man gucken, ob das mit der Heißluftballonstanze geht oder aber einfach mit der Hand einzeichnen. Ja, Freihand. Also, hallo, wir machen hier gerade selbstgebasteltes, das muss nicht perfekt sein. Ne? Genau, also das hätten wir, die zwei Ostereier. So, und dann für diese beiden kleinen Osterhasen, oh, ein Herz habe ich sogar bekommen, danke. Für diese beiden Osterhasenköpfe habe ich diese Stanze hier genommen, die Gänseblümchenstanze. Das haben, glaube ich, auch einige von euch, aber nicht alle. Und da will ich auch gleich was ausprobieren, ob das denn gut klappt, wer es nicht hat. Wer es allerdings hat, der kann so reingehen in die Stanze. Und wir brauchen eigentlich nur zwei Ohren voll. Das heißt, ihr könnt ein kleines Stück Papier nehmen, ja, und zwei von diesen Gänseblümchen
Dingern sind die, werden die Ohren später sein. Und ich würde euch den Tipp geben. Hi Caro, meine Stempeloma ist dabei. Hallo. Ich bin hier stellvertretende Glue Girl heute von Caro. Hi Mülki, wir basteln heute, falls du mitmachen willst. Genau, also ich schiebe das ein bisschen weiter, damit ihr auch was zum Aufkleben habt später. Ja? Also so, dass ihr hier unten auch ein bisschen Papier drin habt. Hier oben sind die Öhrchen, da wird das Gesicht sein. Den Rest schneiden wir weg. Und, oh danke Ruth, danke. Und dann könnt ihr hier unten das bisschen Papier noch dabei lassen, damit ihr es später gut kleben könnt. Ne? Das braucht ja irgendwie eine Klebefläche, um hier hinter dem Osterei hervorzugucken. So. Okay, also jetzt habt ihr hier so eine komische Form und ihr schneidet jetzt hier diese zusätzlichen genau, Glue Girl Power. Ihr schneidet jetzt hier das hier ab. So. Schön rund. Damit der Osterhasi ein schön rundes Gesicht erhält. So. Also so sollte es aussehen. Ja? Okay, und für diejenigen, die diese Gänseblümchenstanze nicht haben, mit euch probiere ich jetzt mal was aus. Und zwar nehmt ihr ein 1-Cent-Stück, was ich vergessen habe vorzubereiten. Eine Sekunde. So, da bin ich wieder. Also, ich hatte die Idee, genau 1 Cent ist es ungefähr. Ja? Also, hier 1 Cent ist ungefähr hier dieses Käppchen vom Hasen. Und da will ich jetzt mal probieren, den Hasenkopf einzuzeichnen mit einem Bleistift. Wenn ich einen Bleistift finde, ich hatte eins. Na. Weggetan. Moment. So, also ich zeichne jetzt hier einfach mal die Umrandung von dem Centstück. Und diejenigen, die die Gänseblümchenstanze nicht haben, die machen mal mit. Und dann male ich einfach frei Hand. So ein paar Osterhasenöhrchen. So. Das ist, ich bin jetzt kein Picasso, ja, aber so ungefähr. Das dann auch ausgeschnitten. Also für diejenigen, die nicht die Gänseblümchenstanze haben. Ist das vielleicht ein guter Hack? Und da ich jetzt hier Bastel-Influencer bin, muss ich natürlich hier solche Wörter benutzen wie Hack und so, ne? Ich habe überhaupt keine Ahnung, wovon ich rede, aber so. Das zweite Öhrchen ist auch schon fertig. Noch ein kleines bisschen den Kopf. Ein bisschen Hals zum Festkleben. Und dann haben wir einen kleinen Osterhasen. Ja, der ist natürlich nicht so wunderschön wie das hier von der Gänseblümchenstanze, aber aus der Not. So, und dann könnt ihr ja, zum Beispiel mit so einem Stampin' Write Marker oder auch mit einem anderen, Dankeschön Linda, mit einem Fineliner oder sowas könnt ihr ein kleines Gesicht einzeichnen.
bestimmt auch so kleine Hasen. Schnurrhaare dran malen. So. Und dann mit einem Stampin' Blend. Hier habe ich Zartrosa in hell. Oder aber mit einem anderen Stift, mit einem Buntstift oder sowas, könnt ihr ein bisschen was in den Ohren ausmalen. So. So. Oh. Okay, Romy, Entschuldigung. Ich hoffe, dass die anderen nicht auch das Problem haben, dass es hängt. Ich versuche mal ein bisschen langsam zu machen. Und ich hoffe, dass ich dieses Video auch später abspeichern kann und es dann bei YouTube auch einstellen kann. Ich versuche das. Ich weiß nicht, ob es klappt. Genau. Also so. Ein Häschen. Ich mache nochmal das zweite. Mit dem Stift. Ja, ich hoffe, euch allen geht es irgendwie gut und ihr kommt mit dieser blöden Situation zurzeit gut zurecht. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das heftig. Ich finde es gerade hart. Mir geht es bescheiden. Ja, aber wir sitzen alle zusammen in einem Boot und Kreativität ist da ein guter Weg, finde ich, so selbstfürsorglich zu sein und auf sich aufzupassen. Und okay, Marion, danke, ja. Ja, ich hoffe es. Ja, auf sich aufzupassen in solchen Zeiten und irgendwie was Gutes zu tun für sich, ja. Basteln ist ja nicht nur produktiv und kreativ, sondern auch ein bisschen meditativ, finde ich. Man kommt so zu sich, kann ein bisschen sortieren und sich erden. Finde ich ganz gut. Oh, dicker Drücker für dich auch, Marion. Danke. So. Das zweite Häschen. Genau, finde ich auch, Marion. Ja, ist schön, dass wir zusammenkommen und Kreativität teilen können. Okay, also. Das ist hier einmal Gänseblümchenstanze, freihand, mit Hilfe eines 1-Cent-Stücks. Ja? So, und dann brauche ich noch einen Spruch. Und hier hatte ich ja diesen Spruch hier aus dem Tulpengrüße-Set. Da habe ich ein Stück Olivgrün genommen. Ihr könnt natürlich was anderes nehmen. Ich gucke mal, ob das nicht eh schon richtige Größe ist. Oh ja. So. Ich habe die Größe genommen. ×5,7 cm. Ja? Also schneidet euch ein Stück Olivgrün oder ein anderes Grün oder eine ganz andere Farbe zu in 10,3 × 5,7 cm. Ja? So. Während ihr schneidet, mache ich mir schon mal ein paar Dimensionals. Ne, ich stempel. Ich stempel erstmal. Schlau. So, da könnt ihr jetzt euer Osterspruch drauf stempeln oder einen Frühlingsspruch oder ein Hallo oder sowas. Ja, ihr könnt natürlich auch eine Geburtstagskarte machen mit kleinen Osterhasen, wenn jemand jetzt um Ostern herum Geburtstag hat. So, ich werde jetzt mit Olivgrün auf Olivgrün draufstempeln. Hi Flo, wir stempeln gerade und basteln, falls du oder deine Frau mitmachen möchte. So. Oh, Max, Entschuldigung, ich habe dir keine Dimension. Aber erstmal musst du eh stempeln, Maxi. Ja, kein Problem. So. Wo ist denn mein Stempelset wieder hingekommen?
Hi, Flo. So, dann. Ich nehme mir jetzt den Spruch hier. Frohe Ostern weit und breit und eine schöne Frühlingszeit. Und dann montiere ich mal auf meinem Stempelblock. Da. So, und ich stempel jetzt mit Olivgrün auf Olivgrün. Zack, ihr könnt auch schwarz nehmen, ja, für den Spruch. Kein Problem. So, ich klebe mir die Dimensionals schon mal auf meinen Spruch, aber ich klebe es noch nicht fest. Ja, also das heißt, ich lasse hier diese Papierrücken noch dran und lege es einfach mal zur Seite. Dann nehmen wir unsere beiden Osterhasen und unsere beiden Ostereier und die kleben wir erstmal zusammen. Hier ist die Musterkarte. So, ich nehme hier den Tombow, das grüne. Grünen Kleber. Und ich mache ein ganz kleines bisschen auf diesen kleinen Hals vom Osterhasen. Deswegen haben wir den auch stehen lassen vorhin. Ja. Ein ganz kleiner, ganz mini kleiner Klecks, reicht schon. Wenn da was drin ist, geht's besser. Und dann hinter meinem Osterei klebe ich das fest. Ja, jetzt guckt der Hase hinter dem Osterei hervor. Okay? Mit dem zweiten mache ich dasselbe. So, hier hinter dem Osterei guckt jetzt der Osterhase hervor. So, und diese beiden Ostereier, die habe ich jetzt plan auf meine Basiskarte draufgeklebt. Die Ohren habe ich nicht festgeklebt, nur den Kopf. Dann könnt ihr nämlich die Ohren so ein bisschen nach oben biegen, wenn ihr wollt. Dann habt ihr so ein bisschen was Plastisches, was 3D-mäßiges. Ja? Also, ich nehme mir jetzt meine Basiskarte. Und am besten ist es, wenn ihr das, wo ihr die Dimensionals vorher draufgeklebt habt, wenn ihr das schon mal so drauflegt und dann eure Ostereier mit Osterhase so ein bisschen positioniert und hin und her schiebt, bis ihr so die Stelle habt, die ihr haben wollt. Und dann klebt ihr fest, und zwar die Eier mit Hasenkopf. Da macht ihr ein bisschen Tombow, ein bisschen von dem Kleber drauf und klebt es auf die Basiskarte fest. Ja? So. Die richtigen Profis, die haben noch eine zweite Kamera von oben. Ja, dann könntet ihr jetzt hier von oben alles sehen, was ich sehe. Ist natürlich blöd, ich bin kein Profi, aber so ist es nun mal. So, erster ist schon geklebt bei mir. Kommt noch der zweite. Zack. Also so, ja.
Und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, könnt ihr auch mit so einem Falzbein oder sowas oder mit dem Finger einfach, könnt ihr die Öhrchen so ein bisschen nach oben biegen. Nicht zu viel, ganz leicht. Dann habt ihr so ein bisschen so diesen 3D-Effekt, ja? Und dann dürft ihr gerne die Dimensionals-Papiere abmachen und euren Spruch festkleben. Zack. Okay, das war das. Ja, wie groß die Karte ist, 14,85 mal 10,5 und dann bei, 14,85 mal 21 cm, ne? Also die Hälfte von der DIN A4-Seite, Claudia. Ja, also du schneidest die DIN A4-Seite bei 14,85 und dann falzt du dann die lange Seite, die 21, falzt du dann bei 10,5. Also die Hälfte von der DIN A4-Seite und dann bei 10,5 gefalzt. Ja, so eine ganz normale Basiskarte, so wie ich sie immer mache bei den Workshops. Ja, und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, wenn ihr Lust habt, könnt ihr hier so ein paar Akzente draufkleben. Ich habe jetzt hier Pailletten Gartenglück benutzt. Da sind so runde Pailletten drin, aber auch so kleine Blumenpailletten drin. Und die habe ich benutzt. Ihr könnt auch einfach Glitzersteinchen benutzen oder so kleine Klebeperlen. Oder, oh danke Marion, jetzt auch noch schriftlich. Oder ihr könnt, ihr könnt es auch so lassen, braucht ihr nicht. Wenn ihr keinen Akzent haben wollt. Ich werde jetzt mal, ich mag diese lilanen, klebe ich mal ein paar lilane Blümchen drauf. So. Und noch ein gelbes Blümchen. Nee, ich nehme Pink. Oh. Der Kleber will nicht mitgehen. Jetzt. Zack. Sodle. Danke, Marion. Okay, so sieht's aus. Ja, das war meine Vorlage. Das war jetzt die nachgemachte. Ich bin gespannt auf eure Karten. Die könnt ihr gerne in die WhatsApp-Gruppe posten, wenn ihr Bock habt. Genau, das war unser erstes Projekt. Hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert. Geht, oder? Ich hoffe, ihr seid alle gut damit zurechtgekommen. Ich räume jetzt mal ganz kurz auf. Und ihr in der Zeit könnt ihr aufholen und dann können wir weitermachen. So, danke schön. Vielen Dank, Julia. Also, ihr könnt euren Tombow-Kleber, mal ein kurzer Tipp, in so ein Shotglas, in so ein Schnapsgläschen aufbewahren. Ja, weil ich persönlich, die hat zwar zwei Seiten, ne? Diese spitze und dann diese breite Seite. Ich habe diese breite Seite noch nie benutzt, noch nie, weil man braucht super wenig von dem Kleber. Ich benutze immer nur diese spitze Seite und wenn ihr die immer so lagert, dann habt ihr immer den Kleber unten. Selbst wenn die Flasche schon fast leer ist, so wie meine jetzt, kommt da noch genug raus. So, ich werde jetzt dieses Stampin' Up Mist, hier dieser Reiniger, der war jetzt die ganze Zeit nicht erhältlich wegen nach Zoll
Bestimmungen und Problemen und das soll aber bald wieder erhältlich sein. Hallo Felix! Willst du etwa auch mitbasteln? So. Reinigen! Und dann wegpacken. Okay. Basteln ist nicht so deins, Felix. Ach komm. Deine Schwester macht da auch immer mit. So. Okay. Also, als zweites wollen wir machen ein Deko-Element. Hi, Kerstin. Du bist genau rechtzeitig eingeschaltet zum zweiten Projekt, wenn du mitmachen willst. Und zwar, das ist eine Idee gewesen von meiner Basteloma, von der Caro. Die hatte das bei ihrem letzten Workshop gemacht. Ich habe es wahrscheinlich nicht genauso gemacht, weil ich war gar nicht auf dem Workshop. Aber ich habe mir ein bisschen was bei Pinterest angeguckt. okay, Felix. Dann geh mal Holz hacken. Dann habe ich das so ein bisschen nachgemacht. Und zwar ist das so ein schöner Blumenkranz, den man auf so einen Wimpel, auf einen Banner aufhängen kann. Hi Kerstin! Und dann mit einem Papierstrohhalm mit einem Kordel durchgefädelt dann irgendwo aufhängen kann. Zum Beispiel an die Tür als Frühlingsgruß, als Deko-Element. So, ich habe das jetzt hier gemacht mit Stempeln, die sieht man im Hintergrund. Ja, hier sieht man die Stempel, unterschiedliche Stempel übereinander gestempelt. Und dann habe ich aber auch mit Stanzen gearbeitet. Hier habe ich diese kleine Blume aus der Celebration, die man bekommt, wenn man 120 Euro einkauft. Und mit dieser Blattstanze habe ich gearbeitet und ich hatte noch hier so eine alte Schmetterlingsstanze auch. Genau. So, ihr braucht dazu ein Stück Flüsterweiß. Ich zeige euch das mal. Ein Stück Flüsterweiß, 19 cm mal 18,5 cm. Ja. Erstmal das zuschneiden. Ich bin super vorbereitet und brauche erstmal weißes Papier. In der Zeit schneidet ihr bitte 19 cm mal 18,5 cm. Okay, also 19 cm, 18,5 cm. Danke, Kerstin. Ich hoffe ja mal, also die Marion meint, ich kann das Video irgendwie, man kann das später abspielen und dann kannst du vielleicht später oder an einem anderen Tag mitmachen. Gar kein Thema. Gut, und jetzt, wo ist meine Anleitung? Alles klar, Marion. Bis dann. Tschüss. So, und jetzt müsst ihr markieren bei hier. Hier oben sind die 19 cm. Ja? Und da müsst ihr einmal mittig markieren bei 9,5, also bei der Hälfte. Ja, bei 9,5 cm.
Dann diese Seite, 18,5 cm, die da, die markiert ihr auf beiden Seiten bei 5,5, ja? Und dann verbindet ihr diese beiden entweder mit Bleistift und schneidet mit der Hand nach oder wer mag, einfach nur die Markierungen machen bei 5,5, bei 5,5 und bei 9,5 und dann die Markierungen mit dem Schneidemesser vom Schneidebrett einfach quasi verbinden, indem ihr zuschneidet. Dann habt ihr diese Spitze. Ja? Ich werde das jetzt mit dem Schneidebrett machen. Da markiere ich mir. Hi Lena. Wir basteln gerade zusammen, wenn du mitmachen willst. Ich markiere mir hier die 5,5 auf beiden Seiten von der Seite 18,5 und dann drehe ich und markiere mir hier bei 9,5 cm, also der Mitte hier unten, einfach mit dem Falz, mit der Falze, ne, mit dem hellgrauen. So, und dann drehe ich mir das so, dass ich meine beiden Markierungen in der Schneideschiene sehe. Und dann kann ich zack durchschneiden. Okay? Und die andere Seite auch. Ich lege meine beiden Markierungen, meine Falzmarkierungen hier rein. Und dann schneide ich so. Ja? Süße Hasen. Oh, danke Sabrina. Das ist gut. So. Okay. Wenn ihr das habt, ich hatte euch in der Materialliste gesagt, ihr sollt irgendwie was Rundes, vielleicht eine Untertasse oder sowas, sollte so ungefähr, hi Lena, sollte ungefähr 10 cm Durchmesser haben. Ich habe mein Abreißklebeband habe ich genommen. Es hatte ungefähr einen Durchmesser von 10 cm. Aber ihr könnt auch eine kleine Untertasse nehmen oder einen Vasenboden oder irgendwie sowas. Etwas, was so ungefähr 10 cm Durchmesser hat. Und das legt ihr euch dann hier drauf, ja, ungefähr bei der Mitte. Und dann umrandet ihr mit einem Bleistift den Kreis, ja, also so, dass ihr so eine ganz feine Bleistiftlinie habt, an der ihr euch dann orientiert, damit euer Kranz auch tatsächlich rund wird. So, das machen wir dann gerade. Ich stehe hier einfach nur um mein Klebeband herum. Mit dem Bleistift. Es muss auch nicht super, super gerade sein. Ja. Oh, Sabrina, ihr seid noch bei Karte 1. Also, wie gesagt, ich glaube, man kann dieses Video dann später auch nochmal nachspielen. Also, wenn ihr die Karte 1 erstmal zu Ende machen wollt, in Ruhe, dann macht das und dann könnt ihr das Video später euch angucken. Ja, für Karte, für das Deko-Element. Also so. Ja, habt ihr jetzt so mit Bleistift so einen Kreis gemacht. Okay, dann habe ich hier jede Menge Stempelsets mir rausgenommen, alte und neue. Und ihr nehmt einfach die Stempelsets, die ihr zur Verfügung habt. Ja, und zwar suche ich mir Stempelsets raus, die hier so Blumen oder Ranken hier. Das habe ich genommen. Da habe ich diese kleine Blume genommen. Dieses hier habe ich gar nicht genommen, aber das könntet ihr auch nutzen. Da kann man das hier ganz gut nutzen. Man könnte auch den Schmetterling zum Beispiel gut nutzen. Dieses alte Set, ja, das könnte man gut nutzen. Hier habe ich, glaube ich, das hier genommen. Dann einige von euch haben hier dieses Ziffern-Set, ne, mit den Zahlen, da habe ich das hier benutzt.
Oder auch das hier, das haben, glaube ich, einige von euch, dieses Geburtstagsset, da sind einige Blumen drin, die man benutzen kann. Ja? So, ich werde jetzt anfangen und werde hier auf meinen Blöcken jede Menge Blumen und Ranken montieren. Und das macht ihr auch. Ihr nehmt einfach die Stempelsets, die ihr zur Verfügung habt. Macht euch keine Gedanken, wenn es nicht dieselben sind wie die, die ich habe. Das hier nehme ich. Das nehme ich noch. Nein, das nehme ich mal nicht. Ich nehme noch hier diese Mini-Blume. Das hier ist ein Celebration-Set, was man im Moment bekommt für 60 Euro Einkauf. Übrigens nur noch bis am 31.03., gell? Also nur noch bis Dienstag. Dann nehme ich noch diese hier. Ah, die passen gar nicht. Muss ich hier drauf machen. So. Okidoki. Und bevor ihr jetzt anfangt mit dem Stempeln, habe ich einen kleinen Tipp für euch. Und zwar, seht ihr hier diese Sprenkler, die da? Ich finde, das macht das ganz, ganz hübsch. Das bricht so dieses Weiß. Dann ist es nicht so ganz abgehackt, so mit den Farben, ja? Und da habe ich genommen, warte mal, Savanne habe ich genommen. Das könnt ihr mit jeder beliebigen Stempelfarbe machen. Und den Aquapainter habe ich genommen. So, ihr drückt jetzt ein bisschen Tinte hier vorne in die in den Deckel rein und dann geht ihr ganz leicht mit eurem Aquapainter, ihr könnt aber auch einfach einen Pinsel nehmen, ja, so, und jetzt spritzt ihr einfach, indem ihr hier so drauf klopft. So, das mache ich gleich. So. Ja, und so bekommt ihr einfach das hier. Mit dem Kreis in der Mitte, sehr gerne. Also das Video hing gerade wohl, als ich den Kreis eingezeichnet habe. Was ich gemacht habe, ist, ich hatte euch in der Materialliste gesagt, ihr sollt einfach eine Untertasse oder eine Vase könnt ihr nehmen. Irgendwas mit einem rundes, mit einem Durchmesser von ungefähr 10 cm. Muss nicht genau sein, ja. Es soll einfach nur so eine Orientierungslinie sein, damit ihr nachher den Kranz auch tatsächlich rund kriegt. Ja? Und ich habe hier das hier genommen, diesen Tesa habe ich genommen. Ich habe es draufgelegt, ungefähr mittig, und dann bin ich einmal mit dem Bleistift einfach außen rum gegangen. So, dann hast du einfach so eine Orientierungslinie, einen Orientierungskreis, an dem du dann nachher dein Kranz aufbaust. Darum geht's. Ja? Während jetzt hier meine Sprenkler trocknen, werde ich schon mal ein bisschen was stanzen. Für diejenigen, die kleine Blumenstanzen haben oder kleine Schmetterlingsstanzen haben oder auch diese Blattstanze. Das eignet sich ganz gut für den Kranz.
könnt aber natürlich auch einen Kranz machen mit anderen Stanzteilen, mit Herzchen oder irgendwie sowas könnte man natürlich auch machen. Genau, und wer keine Stanzen hat, ich glaube, der Kranz, der kommt auch gut zur Geltung. Hallo Melli, wir basteln gerade, falls ihr mitmachen wollt. Der Kranz kommt ganz gut zur Geltung, wenn ihr auch keine gestanzten Teile auflegt. Ja, wenn ihr nur stempelt, ist überhaupt kein Thema. Sieht eigentlich auch ganz schön aus. So, ich werde jetzt ein bisschen stanzen, während das hier trocknet, meine Spritzer. Ich werde so einen kleinen Schmetterling ausstanzen. Zur Seite legen, dann stanze ich mir mal aus. Also was ich mir ausgesucht habe, ist Osterglocke und bisschen Calypso. Jetzt mal so 3 Blümchen je Farbe. Was ich auch ganz gerne mache, also wie bei den Osterhasen auch eben, um hier diese Plastizität oder 3D-Effekt, um den zu haben. Ja, wo ist mein Falzbein? Da. Dann einfach mit dem Falzbeil oder mit den Fingern so ein bisschen die Blumen so formen, dass sie nicht ganz flach sind. Ja, sondern dass sie so ein bisschen hochgucken. Das mache ich ganz gerne. Das könnt ihr jetzt auch machen, während das hier trocknet. Das müsste aber eigentlich schon lange trocken sein, diese kleinen Spritzer. So. Und ich habe auch noch mit der Blätterstanze habe ich kleine Blätter gestanzt, und zwar nicht nur aus Olivgrün, also ich hatte zum einen Olivgrün genommen, sondern ich habe auch das Pergamentpapier genommen. Dieses durchsichtige Pergamentpapier. Das macht so ein bisschen verspielt, romantisch, wenn ihr die dann auch mit aufklebt. Ja? Okay, gut, ich bin soweit. Ich habe jetzt eigentlich meine Stanzteile soweit ausgestanzt. Ich habe meine Stempel montiert. Und jetzt geht's los. Wir stempeln jetzt einfach los, ja? Das heißt also, ich nehme, ja, das ist mittlerweile getrocknet, das mit den Sprenkeln ist getrocknet. Wir fangen jetzt einfach irgendwo an. Und ich würde empfehlen, dass ihr mit dem größten anfangt, mit dem größten Stempelbild bis zum kleinen dann einfach durchgeht. Ja? So, ich habe hier benutzt Lindgrün
Farngrün, Terrakotta und Babyblau. Ihr könnt aber die Farben nutzen, die ihr da habt. Frühlingsfarben und Grün bieten sich einfach an, weil es ein Frühlingskranz sein soll. Aber ihr könnt natürlich auch kräftigere Farben nehmen, wenn ihr wollt. So, und ihr orientiert euch einfach beim Stempeln an dieser Bleistiftlinie und stempelt entlang immer in derselben Richtung. Immer entlang dieser Linie. So ungefähr. Ja, einfach immer entlang der Linie in einer Richtung stempeln. So, damit wäre ich fertig. Jetzt mache ich noch ein Blatt in der Farbe Farngrün. Die mache ich jetzt, versuche ich jetzt zwischen diese anderen beiden, diese anderen, immer in die Lücke, die eben gerade entstanden ist, entlang des Bleistiftkreis. So. Okay. Das wäre jetzt hier mein zweiter Schritt. Da sieht man, dass ich hier mit Grün ein bisschen gesaut habe. Macht gar nichts. Selbst gemacht. So. Dann habe ich hier Terrakotta genommen. Und diese Blumen hier aus diesem Honeybee-Set. Das ist im Moment im Frühlings-Sommer-Katalog. Und dies gibt es in rechts guckend und links guckend. Und da habe ich beide genommen. Einmal auf die eine Seite, einmal auf die andere Seite. Und die mache ich jetzt abwechselnd. Mit Terrakotta. Damit ich nicht nur Grün habe. Ja. So, das war das. Das sieht dann am Ende etwa so aus. Ja. Und dann habe ich noch mit Babyblau die kleine Blume, auch aus dem Celebration Set, den es im Moment gibt, bei 60 Euro einkauft. Die blumige Überraschung, da habe ich diese ganz winzige kleine Blume da genommen. Und das mache ich jetzt mit Babyblau, ne? Ganz klein. Und da das so klein ist, gehe ich damit auch mal in den Kreis rein, in diesen Kranz mit rein. Ein bisschen nach außen. Also mit diesen kleinen babyblauen Blumen. Da fülle ich so ein bisschen meinen Kranz aus. So. So, dann guckt es euch an. Bei mir fehlt hier noch ein Blümchen und da noch einer. Und dann bin ich zufrieden. So. Also, so wäre der Kranz, wenn er jetzt nur gestempelt wäre. Ich finde, das geht auch. Ja, also ihr müsst gar keine Stanzteile drauf machen, wenn ihr sagt, ich habe überhaupt keine Stanzen, die passen. Dann geht es auch, wenn man nur stempelt, finde ich. Ja, dann hängt ihr hier einfach nur euren
Strohhalm und so dran mit einem Spruch, ja, ihr stempelt noch einen Spruch und klebt den noch oben drauf mit Dimensions. Perfekt, ja. So, wer will und wer hat, der kann natürlich jetzt auch noch diese Stanzteile, ja, die kleinen Blätter und die kleinen Blumen, kann der nehmen. Und da eignen sich jetzt die Mini-Dimensionals, wer die hat. Ansonsten die großen, wenn die zu groß sind, einfach durchschneiden, ja, oder vom Rand einfach was abschneiden. Das mache ich auch ganz gerne. Wenn ich was Kleines habe, dann nehme ich hier den Rand von dem Dimensionals und schneide hier so ein, ja, so kleine Streifen. So, ansonsten, wer die Mini-Dimensionals hat, die einfach schon mal draufkleben auf die Blumen. Die Blätter habe ich einfach plan geklebt mit dem hier. Und da klebt ihr jetzt einfach los. Einfach im Kreis bleiben. Bisschen überlappen, nach rechts und links geht. Ohne Probleme. So. So, wenn ihr keine Stanzen habt, aber eine Big Shot zu Hause habt und da so Stanzteile, Blätter oder Blumenstanzteile ausstanzen könnt mit der Big Shot, geht das natürlich auch, ja? So, dann nehme ich hier meine Blumen, die ich vorgeformt habe, mit Mini-Dimensional versehen und die klebe ich jetzt hier fest. Das macht man nicht alles, sonst wird das hier alles zu lang. So, so ungefähr, ja. Das wäre jetzt weniger gestanzt. Mein Original war so, ja. So, dann nehme ich mir noch einen Spruch. Zum Beispiel haben wir hier aus dem Set Fable Friends, da gibt es einen Spruch Happy Spring. Das könntet ihr nehmen, ihr könntet auch irgendwas Osternmäßiges machen. Ihr könntet auch zum Beispiel aus den Geburtstagsgrüßen nehmen. Da ist ein Spruch, diese Blumen blühen nur für dich, finde ich auch schön. Ja, oder Hallo oder sowas oder irgend so ein Celebrate, Geburtstag, wie auch immer. Da habe ich jetzt den Spruch. Dann nimmt man am besten eine von den Stempelfarben, die ihr hier schon benutzt habt zum Stempeln, und stempelt einen Spruch. Ich gucke mal, ob ihr noch online seid. Oder Probleme habt. Oh, Moment. Video hängt. Okay, Biljana, ich hoffe, das hat sich jetzt mittlerweile ausge... Oh, Romy! Super cool, eure Osterkarte. Sehr, sehr gut. Sehr cool. Oh, der Len ist auch kreativ. Sehr gut. So, ich nehme jetzt den Spruch Happy Spring und ich stempel den jetzt mal in Babyblau. Da hatte ich ja die kleinen Blumen auch gestempelt. Und dann schneide ich aus. Einfach um den Spruch herum. Ja,
Hier habe ich meinen Spruch. Ich schneide jetzt einfach so oben drumherum. Ganz grob. Dann werde ich das ebenfalls mit deinem Händchen versehen. Und festkleben. Okay, dann nehme ich auch wieder meine Minis. Klebe meinen Spruch fest. Meinen Schmetterling, den ich vorhin gemacht habe, den falte ich so in der Mitte. Dann mache ich auch hier mit dem, mache ich mal die Flügel ein bisschen plastischer. Und jetzt schneide ich mal hier einen Streifen raus. Vom Mini-Dimensional habe ich jetzt einfach einen Streifen vom Rand abgeschnitten, ja? So. Seht ihr das? Wen dieser Bleistiftkreis sehr stört, der kann das natürlich auch später radieren, wenn eure Tinte fertig getrocknet ist, dann könnt ihr natürlich auch den Bleistiftstrich wieder wegradieren. Ja? Ansonsten wäre ich jetzt mit Stempeln und Stanzen und Kleben fertig und muss jetzt nur noch mein Papierstrohhalm, das sind so Papierstrohhalme, die man auch beim DM kriegt, ja, die gibt es auch beim DM. So, und dann mache ich jetzt einfach oben auf meinem Banner, hier am oberen Rand, ja, da, ganz, ganz dünnen Streifen vom Tombuch. Ihr könnt Kordel vorher durchfädeln, wenn ihr wollt, oder auch nachher. Das ist eigentlich egal. So, und jetzt legt ihr den Strohhalm da drauf. Klebt mal fest so. So, fertig. Ja? Und dann, hi Katja, wir basteln gerade. Und dann könnt ihr einfach die Kordel, ein Kordel durchziehen und aufhängen. Ja, das war also Projekt Nummer 2. Ich hoffe, ihr konntet folgen. Hi Julia, wir sind jetzt schon fertig mit Nummer 2. Ja, genau. Also das wäre das zweite Projekt. Da kommt noch ein Kordel dran und dann könnt ihr aufhängen. Entweder als Türgruß oder in der Wohnung oder ihr könnt es auch jemandem schenken, so ein Banner zum Aufhängen. Die Idee hatte ich bei Caro gesehen, aber das findet ihr auch bei Pinterest oder online bei YouTube. Hi, Sir. genau. Dann als drittes Projekt habe ich jetzt, da habe ich euch die Anleitung schon per WhatsApp zugeschickt. Das ist hier so eine kleine Faltbox, ja,
Und die wird gar nicht geklebt. Das ist alles ein Stück. Ein Stück Papier wird nur gefaltet, ein bisschen was weggeschnitten und dann zum Schluss mit dieser Klammer festgeklebt, festgehalten. Da könnt ihr zum Beispiel so eine Mini Rittersport rein tun. Schokolade hilft immer. Super Spruch zurzeit. Oder auch so ein Mini Lindhäschen passt da auch rein. Ja. So, und was mir da wichtig ist beim Zusammenfalten, ist, dass ihr die Falzlinien, die Diagonalen, dass ihr die nach außen drückt. Ja, so, und dann könnt ihr, wenn ihr zusammenfaltet, dann fangt ihr mit der Seite an ohne Lasche. Hier ist diese Lasche und ihr fangt mit der Seite oben an, das heißt, die kommt nach innen und dann kommt die Seite mit der Lasche nach außen. Und das macht ihr hinten genauso. Ja, zuerst die Seite ohne Lasche. Und dann die Seite mit Lasche zu. Ja, dann könnt ihr befüllen. Hier eure Lindschokolade oder den Rittersport. Den drückt ihr da rein. Ja, dann hier oben diese kleinen Laschen. Und dann könnt ihr mit einer Büroklammer oder wenn ihr habt oder so eine kleine Holzklammer. Oder hier habe ich so kleine Stampin' Up Klammern. Die habe ich, glaube ich, gewonnen, Caro, bei dir beim letzten Blue Girls Teamtreff. Das war, glaube ich, mein Adventsgeschenk. Ja. Nein. So. Et voilà. Dann ist es zu. Ja, und ihr könnt entweder so euer DSP draufkleben, wenn ihr dieses kleine Viereck diagonal durchschneidet. Ja, nur auf der Vorderseite und hinten so lassen. Oder der Josh hatte sich eins gebastelt, er wollte unbedingt einen Henkel, also deswegen hat er einen Henkel. Oder aber vorne und hinten. Ja, könnt ihr auch machen. Genau, die Anleitung hatte ich euch ja zugeschickt, sowohl diese Pinterest-Anleitung mit YouTube-Link als auch diese PDF. Wenn ihr damit Schwierigkeiten habt, dann könnt ihr euch nochmal bei mir melden. Aber ansonsten ist das hier ein ganz gutes Mitbringsel, Goodie oder... ja, kleines Dankeschön, Geschenk oder sowas. So, dann hoffe ich mal, dass es für alle geklappt hat mit dem Live. Ich werde auf jeden Fall nochmal versuchen, dieses Video abzuspeichern und drücke mir die Daumen, dass das klappt. Dann wären wir fertig und haben ein bisschen länger als eine Stunde gebraucht. Ich finde, das geht. Für zwei Projekte zusammenbasteln vorm Computer. Ich glaube, viel länger vorm Computer hocken ist ein bisschen anstrengend. Genau. Und ich zeige euch jetzt nochmal zum Schluss alle Projekte. Und wenn ihr Fragen habt, bitte in der WhatsApp-Gruppe oder hier bei Facebook in den Kommentaren nochmal posten. Und dann versuche ich mal alle Fragen zu beantworten. Ansonsten könnt ihr super, super gerne eure Ergebnisse auch in die WhatsApp-Gruppe reinstellen. Ja, mir hat Spaß gemacht, obwohl ich jetzt gar nicht so in Interaktion mit euch so richtig gegangen bin. Aber fand ich ganz cool, mal so zu basteln. Und ich zeige jetzt nochmal alle Endergebnisse. So. Ich muss mein Chaos aufräumen. So, die zwei Karten. Dann haben wir hier noch den Banner gebastelt. Das war das Original. Das, was wir jetzt zusammengebastelt haben, da muss ich noch ein Kordel durchziehen. Und das kleine Mitbringselchen. Genau, das waren unsere Projekte. Hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Und wenn ja, dann schreibt mir mal und dann können wir gucken, ob wir das nochmal machen im Laufe der nächsten Corona-Time-Wochen, um einfach mal die Zeit ein bisschen gut rumzukriegen, um soziale Kontakte zu haben, um kreativ zu sein und um was Gutes für uns zu tun. Ich wünsche euch eine gute Zeit jetzt die nächsten Wochen und bleibt gesund. Passt auf euch auf. Ciao!